Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder dabei, eine alte Vitrine aufzumöbeln und umzugestalten und ich wollte euch mitnehmen auf diese kreative Reise, euch zeigen, was hat mich inspiriert, was sind die Arbeitsschritte und worauf müsst ihr achten. Ich war schon immer sehr kunstaffin. Ich wollte mal Kunst studieren. Ich hatte Kunstleistungskurs an der Schule. Also berühmte Maler und deren Werke, die haben mich schon immer fasziniert. Und wenn man von berühmten Malern spricht, dann darf natürlich der Name Claude Monet nicht fehlen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kennt seine Werke. Und gerade neulich bin ich online wieder über eines seiner Werke gestolpert, und zwar Promenade. Ich mag einfach den Pinselstrich, ich mag die Ausstrahlung, ich mag die Farben und ich habe sofort gedacht, das möchte ich unbedingt in eines meiner Möbel integrieren. Dafür habe ich mir das Gemälde auf eine maßgeschneiderte Fototapete drucken lassen. Genau die richtige Größe für die Rückwand meiner Vitrine. Da kommt es nämlich hin. Zuallererst werde ich jetzt mal den Rahmen meiner Vitrine streichen und dafür habe ich, wie ihr unschwer erkennen könnt, alles, was man abschrauben kann, schon abgenommen. Ich habe die Schubladen rausgenommen, die Griffe abgeschraubt, Beschläge, die Türen abgemacht und ich habe sogar alles, was Glas ist, rausgenommen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber ich schwöre euch, am Ende könnt ihr einfach sauberer arbeiten und es ist einfach ein professionelleres Finish. Bei der Wahl der Farbe habe ich mich natürlich auch von meinem Gemälde inspirieren lassen. Da ist nämlich dieser Fliederton hier ziemlich prominent. Und bei Annie Sloan Chalk Paint gibt es dafür den perfekten Farbton. Anstrich. Wie gesagt, ich habe ziemlich grob gearbeitet mit einem groben Pinsel, damit ich den Pinselstrich wirklich sehe, auch nach der Trocknung, habe die Farbe richtig dick aufgetragen und habe jetzt richtig schön eine Struktur. Habe es einmal mit Klarwachs versiegelt, wie sich das gehört bei Chalk Paint, weil sonst ist die Oberfläche zu empfindlich. Und jetzt kommt mein Dark Wax an die Reihe. Das werde ich jetzt über das gesamte Möbel schmieren und auftragen und das setze ich in den ganzen Rillen und Fugen, die ich hergestellt habe, ab. Dann habe ich eine richtig schöne Farbtiefe, eine schöne Patina und danach werde ich noch mit einem weißen Wachs arbeiten. Los geht's!